Suikoden 4. Blind. Ich kenne nur Suikoden 5. Willkommen auch bei Twitch. Moment mal. Benötigen Sie eine. Ja, wir spielen PlayStation Emulator. Aber das Spiel habe ich zur Not auch im Schrank stehen. Also sollte es daran nicht scheitern. Mal alles im Hintergrund zu, was stören könnte. Sagen, dieses erste Lied ist ja mal absolut awesome. Das ist ja mal richtig geil. So. Sonst 2005, ich habe mich gar nicht rausgesucht, wann das Spiel ist. Ich wollte eigentlich Suikoden 5 spielen. Hat der Emulator nicht gestartet. Schon mal Suikoden 4. Das hat der bei Lucio Pascal schon mal gut hingehauen, das Spiel zu wechseln. Machen wir mal weiter. Dürfte gar kein Spielstand vorhanden sein. Ne. Gerade sagen. Ich weiß nicht, ob so ähnlich ist wie Suikoden 4, werden wir einfach sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Ob es mich so kickt, dass ich das hier dauerhaft jetzt playen werde, oder ob ich sage, eieiei, lieber nicht. Okay, jetzt soll ich einfach einen Namen eingeben. Ich weiß gar nicht, wer das ist, was er darstellen soll. Wie könnten wir ihn jetzt nennen? Ist er halt 0815. Nee, ohne 0 krieg ich das wieder weg. So. Nachrichtenmodus. Alle Anzeigen. Ja, Kameramodus. Machen wir erstmal frei. Vibration bleibt an. Vielleicht ein bisschen Spaß haben beim Spiel. Bildschirm passt. Sound natürlich auf Stereo. Musik so top. Alles laut. Heldensprung. Kann ich mir das mal anhören? Nein? Okay. Machen wir einfach mal los. Konami Computer Entertainment Tokyo Presents. Captain! They're here! Are you ready? Don't worry, it'll be all right. You'll see. I'm gonna take command. Is everyone ready? Let's go! Attacke. Oh, das geht ja fix los.
erste Kampf, ne? Snows Schiff gegen wen auch immer. Voraussetzung für den Sieg, kontre den Angriff deines Feindes und du wirst siegen. In Sekunden 5 gab es ja drei Sorten von Kämpfen. Einmal die normalen Kämpfe, dann die Schere, Stein, Papier Kämpfe mit Spezialverteidigung und Angriff und diese Kämpfe auf dem Schlachtschiff, Schlachtfeld mit Schiffen, Kavallerie, Bogenschützen und Infanterie. Okay. Zuerst musst du Leute für die Crew auswählen. Ich sehe schon unser erstes Game Over kommen. Ich will aber der Captain sein. Okay. Ja, verrat uns den Trick nicht, lass uns lieber direkt sterben, dann erfahren wir den Trick bestimmt noch. Soll das Blitz sein? Das weiß ich nie, was das sein soll. Das wird wohl Erde sein, das ist Wasser. Das schlägt Erde, dann ist das entweder Finsternis oder Wind. Stolz auf ihre Fähigkeiten sind. Also, wer von sich aus denkt, dass da nicht gerade die hellste Torte aus der Kerze ist, der sollte die hier nicht ran. Stellen wir uns mal nicht ganz oben hin. Ja, woher soll ich das wissen? Mit. Oh, der Gegner hat sich zuerst bewegt. Haben die eine höhere Mobilität? Wenn wir uns zwei Fälle nach vorne bewegen, können wir feuern. Oder wir bewegen uns eins nach vorne und die bewegen uns eins, nicht eins nach vorne. Nach vorne. Nein, da wollen wir nicht hin. Ich denke, ich kann mich zur Seite drehen. Wir sinken. Sehr schön. Warum konnte ich mich nicht zur Seite drehen? We're in trouble. They're starting to board us. Oh, they're here. Oder hätte ich den Kampf automatisch verlieren müssen? Das weiß ich nicht. Komm, erklär mir, wie man kämpft. Okay. Das nicht. Kümmere dich um drei Fragezeichen. Dann nehmen wir doch nur drei. Attacke. Die Musik kenne ich, glaube ich, auch. Wähle nach Kampf-Item und dann... Echt nur 11 Lebenspunkte. Ganz schön dreist, meine Freunde.
kann. Alles Flaschen. Kampfrune, Wasserrune, na dann Attacke. Team Combo Mode, Attacke, Boom. Let's go. Commander. How easily we boarded you, Captain Snow. Had this been a real battle, I could have approached you from behind while you weren't looking and slash like that. For a captain, you lack a sense of awareness. Watch yourself. You hear me? Yes, sir. I'll be more careful, sir. Kommen wir sofort, hätten wir den ersten Kampf verlieren müssen. Gut, 0815, du wirkst noch tatendurstig. Wie wäre es mit einem kleinen Zweikampf? 0815, das ist eine gute Gelegenheit für dich, deine Kampfpraktiken zu üben. Let's go. Hier wird man schon direkt mit allen möglichen Kämpfen zu Beginn konfrontiert. I'll go easy at first, but if things get heated, I'll go all out. So prepare yourself. Let's see you make a move. Wie geht denn das? Attacke. Na normal. Now it's mine. Prepare to get beaten to a... Bitte was? Du und ich sehe, du bist stärker geworden. Wenn du fleißig trainierst, wird aus dir ein sehr guter Kämpfer. Ich verliere hier jeden Kampf, aber es ist überragend. Kommandant, der Scheinkampf im Rahmen der Abschlussprüfung geht zu Ende. Danach kehren wir für die Rede zur Schlussfeier zurück. Und heute Abend findet das traditionelle Ritter-Initiationsfest statt. Verstanden. Kehren wir also auf unsere Posten zurück. Mal was trinken. Snow, ich zähle auf dich beim heutigen Anzündungsritual. Das ist für alle eine bedeutende Zeremonie. Jawohl. Ich werde mich bemühen, die Absolventen der Marinesoldatenakademie von Gaien würdig zu vertreten. Ich hoffe, da schlagen wir uns besser als gerade. Du meinen Analogstick nicht an, nach jetzt. Und die alten NPCs, die kann ich glaube ich noch beiseite schieben. Ja, den Typen kann ich sogar echt beiseite schieben, wenn ich von hinten anschiebe. Komm her. Lass dich von mir durch die Gegend schieben. So. Gucken wir uns erstmal unsere Leute an. Kopftuch und Tunika tragen wir. Der trägt ein bisschen mehr. Trägst du es jetzt mal nicht mehr? Wir können das nicht tragen. Okay, dann kriegst du es wieder. Wenn du den Kommandanten Glenn suchst, der ist wieder auf seinem Schiff. Ich hätte noch nie eine Chance, gegen ihn zu kämpfen, oh Mann. Bitte bleibt auf eurem Posten und arbeitet weiter. Heute werden wir uns von dieser Ausrüstung trennen müssen. Hast du schon gewusst, dass die richtigen Ritter ihre Rüstung nicht so einfach ablegen können? Das heißt, das soll ihre Entschlossenheit unterstreichen. Ja, welch eine Überraschung. Im Rechner Luxi kann ich die Kamera drehen, okay. Denk daran, wir bekommen Ärger, wenn wir uns unterhalten. Ich bin noch mitten in der Ausbildung. Ach, diese schönen alten vorgerenderten Bilder hier. Man sieht richtig, dass das Meer zweidimensional gestaltet wurde.
Denn auch wenn durch die Farbkonstellation Wellen angedeutet sind, das sieht mir nicht danach aus, als ob das technisch hochwertig ist. Also ist. 0815, sieh nur, das Meer ändert seine Farbe. Bald müssten wir Ratzriel sehen können. Wirklich, ist das nicht auch ziemlich weit weg? Nein, wenn ich hier vorbeikomme, sehe ich mir das Ganze immer ganz genau an. Ganz bestimmt, wir sind bald da. Wie kannst du nur mit Snow sprechen? Wir sind doch 0815. Land in Sicht, es ist Ratzriel. Siehst du, alle Achtung, an dir ist offenbar ein Wissenschaftler verloren gegangen, Kenneth. Das ist doch gar nicht Snow. Wieso sehen wir dann Snow nicht? Das habe ich gar nicht mit allen gesprochen, das ist ja doof. Endlich ist es soweit, morgen werden wir richtige Ritter sein. Snow, machst du dir Sorgen? Sorgen? Was? Ich? Darauf habe ich doch mein ganzes Leben lang gewartet. Endlich kann ich meine Fähigkeiten in den Dienst Gaia stellen. Ich frage mich, was wir morgen machen werden. Abharzen. Also wir haben am heutigen Fest. Oh, Captain Snow. Hey, weißt du, wo Paula ist? Sie nicht an ihrem üblichen Platz? Eigentlich habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Schon wieder? Elfen sind mir wirklich ein Rätsel. Sie ist wohl gern für sich. Tja, heute ist unser letzter Tag. Ach ja, Snow. Mach uns beim Anzündungsritual heute bloß keine Schande. Schließlich vertrittst du uns. Ach das. Keine Sorge. Ich werde das Ritual so durchführen, dass ihr alle stolz sein könnt. Anzündungsritual. Bei uns heißt das Hexenbrennen. Oh, wie inspirierend, Snow. Ach, zieh mich doch nicht dauernd so auf. Tut mir leid, aber ich hab's ernst gemeint, ehrlich, nicht böse sein. Also, wie ihr schon merkt, ich bin nicht so gut im verteilten Rollenlesen, beziehungsweise in verschiedenen Stimmlagen. Erstens habe ich Halsschmerzen, zweitens kommt das durch das Mikrofon-Headset sowieso nicht so gut an und drittens habe ich dazu auch nicht so viel Lust, außerdem merke ich mir eh nie, welche Stimme welcher Charakter hatte. Macht euch bereit, von Bord zu gehen. Sobald ihr in Land seid, versammelt euch im Trainingssaal. Kommandant Glenn hält eure Abschlussrede, also seid pünktlich. Verstanden? Jawohl, verstanden. Sind fast fertig. Aber Mann, hab ich einen Hunger. Heute werde ich richtig zuschlagen. Paula, gehen wir. Suikoden 4. Mal im Hintergrund meinen Twitch-Kanal aufmachen, falls es Kommentare gibt. Anscheinend angekommen. So, ja, wie ihr merkt, ich playe das Spiel nicht nur, es wird auch bei Twitch gestreamt. Wenn mir das Spiel weiterhin Spaß macht, dann wird das wahrscheinlich regelmäßig passieren. Und zwar immer dienstags, 20 Uhr, eine Stunde. Und ich denke mal am Mittwoch um 12 früh. Also Dienstag 20 Uhr und Mittwoch um 12. Eventuell auch Mittwoch 20 Uhr. Aber das nicht immer. Morgen zum Beispiel nicht. Für morgen vielleicht um 12 Uhr. Werden wir sehen, wenn das so 3 Folgen die Woche sind, passt das. Und dann mal sehen. Je nachdem, wenn das Spiel keinen Spaß macht, finde ich bestimmt was anderes, womit wir den Slot füllen können. Auf jeden Fall nur dienstags und mittwochs.
Ja, unter Umständen auch mal Donnerstag früh, dann um 10. Also nur Dienstagabend, Mittwochmittag oder Donnerstag früh. So, machen wir mal weiter. Gehen wir zum Trainingssaal, wir müssen uns Kommandant Glenns Rede anhören. Ritterhalle. Die heutige Rede findet hinten im Übungssaal statt. Sie beginnt schon bald, komm lieber nicht zu spät. Ja, hier gibt es bestimmt erstmal ein paar schöne Items. So klappert unsere Rüstung denn so. Kann ich ja irgendwie zwischen Rennen und Gehen hin und her schalten? Gleich mal gucken, das ist irgendwie ein bisschen langsam. Nee. Musik ist auch gerade relativ cool. Wenden Snow und 0815. Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Danke, und ihr macht weiter wie bisher. Das Anzündungsritual läuft dieses Jahr folgendermaßen ab. Warte mal, ihr müsst doch zur Rede, oder? Dann mal los, nix wie hin. So, mal hier richtig, beeile dich und geh zum Übungssaal, sonst verpasst du die Rede des Kommandanten Glenn. Beeilung, wenn du nicht im Übungssaal bist, wirst du von Katharina abgemacht. Drei Kämpfe, wir haben bisher zweimal verloren, obwohl ich nicht weiß, ob man die hätte gewinnen können. Es gibt ja keinerlei Attempts abzugrasen. Ich bin relativ frustriert. Los, geh schon rein. Ja, dann wollen wir mal. Oh, Kamerasteuerung, hier werde ich nach links drehen. Dreht es sich nach rechts, also wieder das inverse Modell der Kameraführung. Ich mag es lieber andersrum. Die heutige Rede findet nicht hier statt, sondern hinten im Übungssaal. Dann gehen wir erstmal hier rein. Oh, ich sehe Loot. Looten und leveln, das ist, was ich brauche. Altes Buch, was ist denn das? Momentan nicht entzifferbar. Das ist ein bisschen schlecht. Zeitverschwendung. Modus oder irgendwie sowas. Ach, einen Stealth-Modus gibt's auch. Interessant. Ah, hier gibt's eine Karte. Sehr schön. Was ist los? Brauchst du was aus deinem Zimmer? Die Rede beginnt bald. Wenn du was brauchst, dann beeile dich. Noch 15, wenn du das brauchst, dann komme ich mit. Ey, noch 5-0, etwas Medizin für mich. Für nur noch 15 und die anderen finden gleich ihre Abschlussrede statt. Bitte ihn später darum. Ich weiß, war nur Spaß. Los, Beeilung, sonst kommst du zu spät zur Rede des Kommandanten. Katharina kann ganz schön wütend werden. Geh lieber, bevor es zu spät ist. Nö, dann trödel mal noch ein bisschen. Wollen sie schließlich im Rage-Modus erleben. Mein eigenes Zimmer, ist das hier? Wahrscheinlich Speicherpunkt.
Oh, Moment, daneben steht eine Kiste. Hatte ich Vorrang. Dampfbällchen und eine Wasserkugel. Verleiht TP. Wasserkugel enthält die Wasserrune. Wir sind eigentlich müssen dringend zur Rede und jingeln erstmal ab. Das speichern wir mal. Bisschen was Cooles hat die Musik schon. So langsam komme ich ja auch hin mit der Steuerung. Das recht analogstick, Kommandant Glänzraum. Weder abgeschlossen noch bewacht. Hat für uns aber auch kein Loot hinterlegt. Hört sich an, als ob er joggt. Sieht aus, als ob er joggt, aber er bewegt sich in einem Tempo, dass man sagen muss, er schläft gleich ein. Immer mal hören, was die Kommandantin oder der Kommandant und die Kommandantin Katharina uns zu sagen haben. Ihr beiden seid die Letzten, beeilt euch. Selbstverständlich. All of you here today will officially be assigned to Gaian's one and only Band of Knights. In other words, your long days of training are now over. For now. I will talk of my experiences. It was 7 years ago, on the seas of our enemy nation, Kuluk. Four of our knight ships were decimated by just one Kuluk vessel. It was a bitter battle. Many of my men paid the ultimate price. Most of you probably know this much, but no one wants to talk about what happened next. Why? Because it reminds us of the humiliation we suffered at the hands of a certain man. The commander of that enemy fleet was a man named Troy. Back then, Troy was not much older than those of you here right now. But even Gaian's veteran knights were unable to inflict a single scratch on that young man. You must all strive to become knights even greater than Troy. Do you understand? Such a humiliating experience must not be repeated. I have trained you with this intention in mind. I trust that you will all live up to my expectations. The fate of Gaian is in your hands. That is all. Congratulations, graduates! Starting tomorrow, your duty will be patrolling the neighboring waters. In other words, guard duty. Do your best, and do not let your guard down. Also, your official equipment is still in production. We will contact you when it is complete. So, der böse Troy also.
So ein bisschen erinnern mich die beiden an die Königin und an Farid oder so hieß der, glaube ich, der Vater von unserem Helden in Suikoden 5. So ein bisschen erinnern mich die beiden daran. Das Spiel ist natürlich älter. Ist auch der Vorgänger. Aber es gibt ja gewisse Parallelen in jedem Teil, der denselben Namen trägt. Wie jetzt hier Suikoden. Gehen wir 0815. Alles wartet am Hafen. Die Zeit für das Anzündungsritual ist endlich gekommen. Dieses Gebäude ist derzeit gesperrt. Das ist natürlich schlecht. Gehen wir mal etwas anzünden. Snow, solltest du nicht längst auf dem Fest sein, du hast doch eine wichtige Aufgabe heute Nacht. Ja, stimmt, vielen Dank. Komm, 0815 gehen wir in die Stadt zur Feier. Wir feiern, dass wir etwas anzünden. Heute laufen keine Schiffe mehr aus. So, dann muss ich bestimmt hier lang, wo vorhin zu war. Geh schon und genieße das Fest. Was für ein Stadtname, Radstriel. Quatsch mich an. Los, wir können heute nicht ohne den Star des heutigen Abends beginnen. Alle warten auf dich. Let's go. Ah, ich würde mal sagen, fangen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Twitch, bei YouTube oder wo auch immer.